Yo, Leute, Tag 33. Der Alex macht sich gerade warm. Heute steht Rücken, Schultern, Trizeps? Trizeps? Ja. Trizeps an. Ja. Morgen. Genau, früher morgen wieder. Wir sind heute mal wieder zusammen am Trainieren. André ist noch immer verhindert. Behindert. kommt aber die Tage auch wieder dazu. Seht, erste Übung Kreuzheben. Wollen wir heute mal nur das Warmmachen filmen? Obwohl, ja. Ja, also nächste Übung. Ach so, muss ich dann das Warmmachen noch erklären, Alex? Nein. Haben wir schon, oder? Ja. Genau, haben wir schon. Ein kurzer Versuch auf 140 Kilo. Schaffst du Kante schreiben? Ja, genau so. Danke, Leute, danke. Komm, Bock eigentlich Insta-Live, ne? Sieht aus wie der junge Spider-Man. Und bist breiter als Martin schreiben. Jawohl. Dann kann ich ja aufhören jetzt. Weil jetzt seid ihr live dabei, wenn mir der Rücken durchbricht. Ja. Wir haben uns dann im ersten Krankenwagen gestellt, hat gewonnen. Komm. Boah. Alex ist gerade nur motiviert, weil das Handy auf mich zeigt, dass ich halt bleibe. Das hilft. Das ist wirklich so. 5 reicht. Ich glaube, wäre noch einer gegangen, aber so Kopf. Aber es besser geklappt, als ich dachte. Ja. So, wir sind nämlich hier. Jetzt mal hier Filmception. Ja. Wir machen hier gerade Insta-Live. Das motiviert natürlich nochmal, die 140 zu drücken. Sagt mal Hallo. Da hier ist Selfie-Modus. Servus. Hier seid ihr selbst, ja. So. Einen Satz haben wir noch, ne, zwei, ne? Und ein. Dann geht's weiter. Ein, sehr gut. Und dann weiter zum Latzug. Ich kann hier meinen Latzug aufwärmen. Reicht auch, oder? Reicht auch. Ey, nicht, dass die Leute denken, wir haben keinen Bock mehr zu filmen. So ist es nämlich. Ich habe das Gefühl, das kommt vielleicht ein bisschen so rüber zunächst, ne? Ja. Aber im Gegenteil, wie gesagt, wir sind ja auch hier bei Insta live. Nein, wir drehen heute wahrscheinlich auch ein bisschen mehr als das Aufwärmen, weil ja. Wir können gar nicht, bei jeder Übung wärmen wir uns ja halt gar nicht auf. Das stimmt, ja. So, genau. Bauarbeiten sind heute hier im Gym, deswegen die Lautstärke. Aber dafür lassen wir einfach mal die Gewichte knallen. Ja. Ja, Mann. So, ich würde sagen, Latzug echt scheiß drauf, oder? Sagen wir direkt die nächste. So, Insta Live haben wir mal beendet. War aber witzig, ne? Lenkt ein bisschen ab natürlich so, aber war witzig so, am Morgen auch recht viele Zuschauer. Ja, ich muss auf jeden Fall ein bisschen aufpassen, ich merke so ein bisschen im unteren Rücken, alles gut und so, aber ich merke, ich sollte vielleicht jetzt ein bisschen mehr drauf achten, so noch. Obwohl ich natürlich eben auf den Rücken achte, was ist denn das so, hell? Naja, jetzt kommen wir rüber zum Langhantelrudern. Die ist ja auch jetzt in der zweiten Phase neu dazugekommen. Ja. Und wie das genau funktioniert, da wollte ich ja warten, bis André oder Duncan wieder da sind, ja, und mit dem erklären. Und das ist relativ einfach, oder? Relativ simpel von der Ausführung. Ja, das ist relativ simpel. Wichtig ist halt, dass wir uns leicht nach vorne lehnen, Rücken gerade, Körperspannung gerade im Rumpf aufbauen, Arme lang im Untergriff und Ellenbogen eng am Körper ziehen. Genau. Das so. War's. Dann einfach quasi erstmal nehmt ihr die Stange so per Untergriff ran. Ja, dann nach vorne beugen, aber immer die Körperspannung halten. Und dann immer aus den Schultern und aus den Ellbogen, oder? Ja. Ja, aus dem Ellbogen immer Richtung Bauchnabel quasi ziehen, als Richtwert. Also aus den Ellbogen. Genau, so, und die Schulter geht natürlich auch mit. Ist das dann eine zweigelenkige Übung, oder was? Ja, Mist. Ich bin gerade wieder schwarz vor Augen. Ja, nicht ganz, aber zu anstrengend.
Ja. Merkt euch eins, das hatten wir letztens beim Alex schon angeschlagen. Immer ruhig trainieren oder am besten gar nicht. Immer gar nicht trainieren. Lieber gar nicht trainieren. Ja. Sonst, ja. Könnte es nicht gut für euch enden. So, Fitnessstudio spart jetzt auch schon wieder Geld. Sonne scheint und Licht geht aus. Komm Alex, zieh. Bisschen sehr unsauber. Ich muss unbedingt mit dem Gewicht gleich nochmal runter. Gut. 10 pro Seite. Ja, gut. Nochmal ein gutes Stück runter, dann lieber sauber immer machen. Ne? Yes. Genau. Ja, bevor ihr wieder die Leute meckert, das war aber unsauber. Ja, das war's. Ihr habt recht. Ja. So, ja. Dann. Kabelrudern. Jawohl, hier sind wir schon hier beim Kabelrudern. Oh, mein Nase juckt. Ja. Ja, Kabelrudern. Und auch das ist eine Übung, die wir sehr oft schon gesehen haben. Ja. Wir müssen ja die Videos kurz halten, damit wir anknüpfen können. Gestern habe ich gar nicht gefilmt. Beim HIIT, beim HIT-Cardio. Ja, geht auch schlecht alleine. Verzeiht it mir. Ja, ja, ich habe es ja schon mal gemacht, wo ich dann Q&A gemacht habe und so. Aber auch tot, es war der Tod gestern, ja. Es war heftig. Heftig. So, und ja, ich bin, ne? Ja. Und wir sehen uns bei... Vorbereitetes Seilteam. Aber schreibt doch mal in den Kommentaren, was ihr noch gerne sehen wollt, weil... Ja. Wir können nur trainieren oder labern. Ja. Ich glaube, das ist aber auch okay, oder? Also einfach ein bisschen labern. Genau. Nur ja. Falls ihr irgendwas Spezielles hier noch sehen wollt, schreibt doch mal rein. Vielleicht können wir es ermöglichen. Ja, genau. Also ja, immer Wünsche und so, immer rein damit in die Kommentare. Auch wenn ich momentan ein bisschen seltener schreibe in den Kommentaren, wir lesen alles, ja. Ja. Ist nur manchmal so, dann je nach Situation liest du schnell und so, kannst aber da gerade nicht antworten. Genau. Ist alles immer sehr viel zu tun im Moment so. Und auch deswegen müssen wir uns jetzt dranhalten. Deswegen, ich mach mal meinen Satz und wir sehen uns beim vorgebeugten Seitruder. Seitheben. Seitheben. Vorgebeugt Seitheben. So, Bratkos, jetzt haben wir Facepuls. Ah, ja, genau, ich wollte eigentlich ein Bilderrätsel draus machen. Facepull, ja. Nosepull. Nur danken, ja. Ich frage schon, wie ich deine Mitglieder hier behandle. So, wir machen Facepuls hier vorne. Immer schön in der Ecke, gehen wir keinem auf den Sack und mit dem Filmen. Dafür brauchen wir einmal hier das stinkige Seil. Ah ja, riecht gut. Sehr gut. Und die können wir jetzt mal ruhig auch mal ein bisschen erklären hier für euch, liebe Leute. Haben wir schon mal? Ja, ne? Wir haben alles schon. Einfach das vorgebeugte Seitheben haben wir schon erklärt. Ja? Ach, guck mal, ja, sehr gut. Weil wir den ersten Tag haben wir zusammen trainiert und die anderen beiden Tage waren wir getrennt. Stimmt ja. Stimmt ja. Ja. So, naja, trotzdem. Also, damit ihr da nichts falsch macht, ja, ihr seht hier, kann man mal gut von hinten zeigen. Der nimmt ein bisschen viel Gewicht für meinen Geschmack. Wird auf jeden Fall runtergehen. Der lehnt sich hier auch richtig heftig rein. Das ist nicht so wichtig, dass ihr das macht. Das ist jetzt wegen des hohen Gewichts so. Ne? Und genau. Dann lieber nächsten Satz auch noch mal ein bisschen runtergehen. Aber man muss ja immer gucken so. Ne? Weil du musst schon, glaube ich, neben den Kopf, oder? So, ja. Ja. Viel weiter als hier komme ich nicht, ne? Die Schulterblätter müssen zusammen sein. Genau, und das sind sie, oder was? Ja, guck mal, dann soll so es so fühlte sich zumindest an. Ich muss mich jetzt erst noch mal rantasten. Ich
ich muss mir unbedingt mal die Pläne ausdrucken. Weil genau bei solchen Übungen vergisst man nämlich ohne Plan dann, bei welchem Gewicht man war. Soll ich nachgucken? Ich hab zufällig. Ja. Da der Alex das letzte Mal vergessen hat, habe ich die natürlich für ihn aufgeschrieben. 70, 80, 70, habe ich gesagt. Was? Ja. Und wenn es auch diesmal an der, komm ich. Ja, doch. So, und dann die Arme relativ breit lassen, ne? Genau, relativ breit lassen, dass das schön nach außen geht. So, ne? Genau, Schulterblätter schön zusammen. 12 Stück, glaube ich zumindest. Ja, das ist das Gefühl, werden jetzt noch mehr Wiederholungen gegangen. Das heißt, theoretisch könnte ich mit dem Gewicht hoch. Ich habe aber schon das Gefühl, dass bei mir so vom Gewicht her, ja, von der Bewegung her, weil es jetzt viel schwerer wäre, ich da Probleme bekomme. Mhm. Und deswegen bleibe ich jetzt, vielleicht gehe ich mal auf 75, ich steigere mich hier einfach langsam. Genau. Ne, immer auch mal Kopf einschalten beim Training. Nicht nur das Ego, Leute. Auch das Ego natürlich. Aber nicht nur. Genau. Dann, das waren die Face Pulls. Gehen wir weiter. Kommen wir rüber zur French Press. Auch eine Übung, die ich im Grunde sehr mag, wo man aber aufpassen muss. Danke, dass ich zum Beispiel bei der Übung die Schulter zerfliegt. Ja, 60 Kilo oder was, ne? Ja. 60 ist schon eine Menge für diesen Bewegungsablauf. Ja, gut. Weil halt, wenn du richtig im Training bist, ne? Klar, ja. Ging das? Ja, ja, du wirst dich ja hochgearbeitet haben. Ja. So. Wie nennt man die noch? In Englisch Skullcrasher oder so? Oh, keine Ahnung. Schreib's mal in die Kommentare, ich vergesse mal, wie die heißt. Irgendwie so. Ich muss ja ehrlich dazu sagen, ich habe mich mit diesen ganzen Namen noch nie auseinandergesetzt. Ich mach die einfach. Skullcrasher, wenn man die halt so zur Stirn bringt, ne? Ja. Irgendwie so, ja. Die englischen Begriffe sind ein bisschen martialischer. Nicht noch ein bisschen hoch eigentlich. Okay. Ja, wichtig mal wie beim Trizepsdrücken komplett ausstrecken und nur aus dem Ellbogengelenk, ne? Genau. Ja. Und natürlich nicht zu vergessen, der goldene Tipp, wenn ihr alleine seid und niemanden da habt, der mal helfen kann, ja, wenn ihr das Ding nicht von der Bank notfalls einfach auf den Boden knallen wollt, wissen wir nicht, dann könnt ihr die Übung wunderbar auch auf dem Boden machen. Ja? Die müsst ihr nicht auf der Bank machen, könnt ihr auf dem Boden und dann könnt ihr die Stange einfach nach hinten ablassen, wenn ihr die von hinten nicht mehr hochbekommt. Ne? Dann klappt es auch ohne Spotter. So. Sagt man das so? Spotter? Ja. Spotter. Diese neumodischen Begriffe. So, und der Duncan, da er die Schulter kaputt hat und dementsprechend, ja, nicht die French Press machen kann, machst du weiter enges Bankdrücken, ne? Richtig. Richtig. So, die kennt ihr ja nun zu Genüge. Die kennt ihr ja nun zur Genüge, so. Und, komm. Ich verquatsch mich schon wieder die ganze Zeit hier. Brauchst du Hilfe? Nö, ne? Nö. Alles gut, dann Trizepsdrücke. Jawohl, wir nehmen das Seil. Ist das auch, aber auch mit Seil im Plan, ne? Ja, mit Seil ist im Plan. Mir gefällt es ja, hatten wir letztes Mal das Thema, ne? Mir gefällt es ja mit Seil besser. Ja. Dir ja nicht, ne? Ich hasse halt dieses Seil. Das Seil finde ich richtig behindert. Ich glaube, wir müssen gleich mal das andere nehmen, sobald es frei ist. Mhm. Weil du hier halt mit dem kleinen Finger so auf das Gummi drückst, weißt du? Ja. So, und das ist, der kleine Finger ist halt nicht ausgelegt, dazu 60 Kilo zu ziehen. Ne? Bei mir zumindest. Ja, Alex, du solltest mehr deine Finger trainieren. Ja. Absolut. Ist ein Fingertraining mit drin in der Trafo? Das kann man einbauen. Ich glaube, das steht nur im Kleingedruckten. Ach, gleich ein bisschen weniger Gewicht auch. Ja, aber Trizepsdrücken, das gilt doch, ja. Eine Übung noch und dann Cardio. Allerdings habe ich mir jetzt vorgenommen, ich habe im Endomorphen-Plan
habe ich mal wieder jeden vierten Tag Cardio, ja, wie gewohnt. Komm, ich nehme das mal ab, dann kannst du schon mal machen hier. Also wie wir es gewohnt sind, ja, jeden vierten Tag Cardio. Und ich habe zusätzlich nochmal an jedem ersten Tag des Splits nochmal eine Viertelstunde Cardio. Mach das aber so, dass ich immer am Beintag, also am zweiten Tag des Splits, mich jetzt mit dem Cardio aufwärme. Dann habe ich jeden zweiten Tag Cardio. Die Freiheit erlaube ich mir mal. Dann macht der Duncan seinen Trizeps-Schüssel und fertig. So, und direkt weiter. Yo, letzte Übung. Yeah. Langhand den Nacken ziehen. Langhand den Nacken ziehen. Genau, wir von sind hinten. Genau, wir sind schon natürlich noch dabei. Ja. Genau, Langhantel, jetzt werden wahrscheinlich ganz viele sagen, ja, aber ihr sagt doch an der Langhantel, ja, das ist doch die Multipresse, ja, wir wissen es. Geht super gut an der Multipresse einfach. Genau, ne? Wir finden es einfach entspannter. Das schön reinlehnen, einfach genau, wirklich ganz isoliert nur aus dem Nacken ziehen, weil wir trainieren den Nacken sonst in dem aktuellen Monat in der Phase gar nicht. Ne? Doch jetzt in der Phase trainieren, ja, mit sonst der Übung. Nur mit der Übung. Genau. Und deswegen ist das okay, wenn man da mal ganz isoliert reingeht, denke ich, ne? Ja, im Endeffekt, wenn wir jetzt die Langhantel nehmen, oh, wir haben immer eine Ausgleichsbewegung, die haben wir hier nicht. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal hier. Und man kann auch dazu sagen, wir sind jetzt zum Schluss wahrscheinlich auch zu faul, eine komplette Hantel wieder aufzubauen, das auch abzubauen. Das ist einfach auch cool hier, muss man auch genau dazu sagen. Aber ich finde auch, wie gesagt, also so den Nacken trainierst du ja immer mal wieder mit, ja, sehr vielen Übungen mal so ein bisschen. Das ist eben das, was man meint bei freien Übungen, das mit dem Ausgleichen und so, dann hast du mal den Nacken, ja, mit drin. Aber so richtig nur den Nacken trainieren wir wirklich nur hier. Und dann kann man die auch mal schön isoliert machen. Denke ich gerade auch. Gerade als letzte Übung auch. Also wenn ihr, ja, so eine Multipresse habt, das geht auf jeden Fall ein bisschen besser noch als bei der anderen Multipresse, wo man so einhängt, finde ich. Und das, ja, geht aber natürlich auch. Ja. Genau. Finde ich super. Schön reinlehnen, kannst du eigentlich nichts falsch machen, oder? Nee. Wichtig halt immer nur langer Arm und nur, genau, aus dem Nacken. Das ist halt das Wichtige, lange Arm aus dem Nacken ziehen. Wichtig ist nicht die Schultern nach vorne ziehen, sogar nach hinten. Schulterblätter, ja, sind trotzdem zusammen, ja, und dann einfach nur. Genau, ihr kennt das alle, wenn ihr wieder zur Mutter sagt, ich weiß nicht, wer das war. Oder wenn euer Lehrer sagt, stell dich an die Tafel, wie geht die Übung? Ja. Ich weiß nicht. Genau so. Nur mit Stange im Nacken, im Rücken. So, das war's auch schon, oder? Komm, sagen wir nochmal von draußen Tschüss bei dem schönen Wetter hier. So, hinaus in das schöne Wetter. Ist echt ein Träumchen. Noch ein bisschen bewölkt und so, aber ich bin mehr als zufrieden, ey. Man kriegt schon richtig Frühlingsfeeling und so. Super nice. Duncan ist noch duschen, deswegen die Verabschiedung heute nur von mir. Er lässt natürlich schöne Grüße ausrichten. Und Leute, wir sehen uns dann morgen. Sorry, dass gestern kein Video gekommen ist, aber bei 84 täglichen Videos kann man sich die Freiheit auch mal gönnen. Wir haben ja Tag 0 gemacht damals, das heißt, wir haben trotzdem 84. Komm, dann passt das so. Haken wir ab, oder? Ja, komm, seid mal nicht so. Ja? Okay, Leute, ich bin raus für heute. Bis morgen. Ciao. Guten Pump. Like a boss. Like a boss. Yeah. Like a boss.